Jetzt ist doch Herr Wittwer, Generalprobe gegen einen der Top-Favoriten jetzt für diese Saison. Wie ist Ihnen diese Probe gelungen? Ja klar, im Ergebnis natürlich 3-2 mit dem Sieg. Positiv gehen wir aus dem Spiel raus und es ist wichtig gewesen. Die Mannschaft hat es richtig gut gemacht heute, muss man echt sagen. Wir haben ja krankheitsbedingt und verletzungsbedingt doch der eine oder andere ersetzen müssen. Wir haben mit einer ganz neuen Innenverteidigung heute gespielt. Es waren gerade noch 13 Feldspieler, die gesund waren oder teilweise auch erkältet waren. Und für das haben sie uns richtig super gemacht. Die ersten 70, 75 Minuten gegen, wie gesagt, ein Top-Favorit aus der Liga und es war ein richtig guter Test und man muss sagen, wir haben jetzt von den Ergebnissen her eine richtig gute Vorbereitung gemacht und jetzt, das war ein richtig guter Abschluss mit den Vorbereitungsspielen. Ja, können Sie mehr zur Vorbereitung sagen, wie Sie gelaufen sind, wie sich die Mannschaft entwickelt hat? Verstärkt haben Sie sich jetzt nicht groß, außer dass Eray Gür zurückgekommen ist? Ja gut, es war beabsichtigt. Wir haben ja schon letztes Jahr dann gesagt, wir werden nur versuchen, wenn es irgendwo in der Offensive sich ein Türchen auftut, dass wir da jemand holen. Der ist uns dann angeboten worden oder wollte auch weg. Und da haben wir natürlich gleich gesagt, er hat bei uns eine tolle Zeit gehabt. Das ist ein Spieler, der uns auf jeden Fall weiterhelfen kann. Deshalb haben wir da nur einen Spieler dazugeholt. Wir haben einen guten Kader, der jetzt natürlich im Moment ein bisschen ausgedünnt ist. Das ist ein Problem, aber ich glaube, das haben viele Mannschaften jetzt um die Jahreszeit. Und von der Vorbereitung her, von den Ergebnissen gegen unterklassige Gegner, gegen jetzt heute einen gleichklassigen Gegner, einen Top-Favorit, auch wieder erfolgreich rausgegangen mit den Ergebnissen und dem Zustand der Mannschaft sind wir hoch zufrieden. Das Einzige, was man ein bisschen beklagen kann, ist die ständige, sage ich mal, Grippewelle, mal da einer krank, mal wieder einer verletzt. Vor allem im Defensivbereich sind die Jungs alle ein bisschen angeschlagen und das ist eigentlich ein bisschen komisch. Normalerweise sind es immer die Offensiven, die eigentlich ein bisschen verletzungsanfällig sind, aber bei uns sind es die Torhüter, die Abwehrspieler. Aber gut, wie man heute gesehen hat, die Jungs, die noch da sind, die haben sich voll reingehängt heute und haben wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Sie sind 4 Punkte auf den Spitzenplatzierten. Und was für Ziele setzen Sie sich oder was denken Sie, was in der Rücksaison zu erreichen ist? Ja gut, mit 4 Punkten vom Tabellenersten ist man ja nicht allzu weit weg. Wir müssen gucken, dass wir gut reinstarten. Das ist mal was ganz Wichtiges, dass man nicht so wie letztes Jahr, als wir ja nicht so gut gestartet sind. Und das waren die Punkte, die uns dann vielleicht im Endeffekt hinten raus auch dann zum Ende des Jahres gefehlt haben, um ganz vorne zu stehen. Deshalb gilt es da im ersten Spiel gleich voll einsteigen zu können. Und dann ist einiges noch drin. Ja, gibt es schon Neuigkeiten, was Ihre Zukunft beim FC Nöttingen angeht oder ist da noch nichts entschieden? Nee, wir haben das bisher immer so gehandhabt, dass wir nach der Vorbereitung uns unterhalten werden. Es gibt keinen Grund, glaube ich, von beiden Seiten irgendwas zu verändern. Nächste Woche natürlich Derby-Kracher gegen CFR. Können Sie uns einen Ausblick auf dieses attraktive Spiel geben? Ja, wir hoffen natürlich, dass der eine oder andere Spieler zurückkommt, verletzungskrankheitsbedingt, dass wir aus dem Vollen schöpfen können, das wäre toll. Und dann, wie gesagt, wir haben heute gesehen, die Mannschaft ist gut drauf und dann wollen wir natürlich ein gutes Derby spielen. Wir müssen natürlich noch abwarten, was das Wetter so macht, das ist natürlich auch noch so eine Sache, aber wie man heute gesehen hat, wir sind vorbereitet. Herr Wittwer, vielen Dank für das Interview und viel Erfolg. Danke.